Nun herzlich willkommen bei einer neuen Folge wieder. Und heute wollen wir weitermachen mit dem Thema Buße. Also wir haben in den letzten paar Folgen geredet über die Schritte zu Buße. Heute wollen wir mal zusammen reden über die Buße. Wir haben geredet, wie Gott die Menschen zieht und wie eine Erweckung in der Seele passiert, wie göttliche Reue passiert, wie Leute die Sünden bekennen. Und all das führt sie zu Buße. Jetzt wollen wir mal über die Buße reden. Ich weiß, Jesus hat mal gesagt, er hat gesagt, ich bin gekommen, um Sünder zur Buße zu führen. Das war sein Ziel, warum er überhaupt auf die Welt gekommen war. Damit die Sünder mit dem Buße machen. Lass mal aufschlagen. Jesaja, Kapitel 5, Vers 7, es sagt, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um. Zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Es ist interessant, Bro Matthias, dass er sagt, er kehre um. Mhm. Also zu mir, wie ich das herausverstehen kann, ist, dass er war in eine Richtung gegangen, gegen Gott. Und hier sagt Gott, wenn du in diese Richtung gehst und du willst zu mir kommen, dann musst du dich umkehren. Quasi 180 Grad von deinem sündigen Leben, wo du bist gegangen und hast nachgelaufen nach der Sünde, auf einmal 180 Grad drehen und zurückzukommen. Genau. Also Buße ist eine Umkehr. Zurück zu Gott. Sich den Rücken der Welt, der Sünde kehren und zu Gott zu gehen. Und von den sündigen Wegen wegzulassen. Bis sie sagt, er verlasse seinen Weg. Genau, ja. Stimmt. Und genau das wird es brauchen. Diese Umkehr. Wir können sehen, Buße wurde verglichen zu einer Umkehr. Ja. In Matthäus 9, da lesen wir von dem Gelähmten, der geheilt wurde. Mhm. Und ein weiterer wichtiger Punkt bei der Buße. Matthäus 9, Vers 2, da heißt es, und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Oh, Bruder. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Immer wieder sehen wir in den Evangelien, wie wichtig Jesus der Glaube war. Genau. Er hat oft gesagt, als er den Glauben gesehen hat. Und wir wissen von der Frau, die den Blutfluss hatte. Waren mehrere Begebenheiten, wo Jesus immer gesagt hat, als er ihren Glauben sah. Genau. Und wisst ihr, dieser Gelähmte hier, er hatte wirklich einen Glauben. Er kam mit Glauben zu Jesus. Er wusste, Jesus kann ihm helfen. Genau, genau. Und Matthias, es ist doch erstaunlich, heutzutage, wenn man in diesen modernen, großen Kirchen schaut, wenn sie sagen, die haben predigen eine Botschaft und danach sagen sie, jeder, der jetzt sich bekehren will, wollen wir alle unsere Augen schließen, hebt eure Hand und dann liest der Prediger ein Gebet vor und sagt, ja, ich erkenne, ich bin ein Sünder, ich bitte dich um Vergebung, komm in mein Herz. Irgendwie so. Ist das wirkliche Buße, Bruder Matthias? Ist das wirklicher Glaube? Sieht fast nicht danach aus. Ich meine, in dem Sinne, wenn jemand, es braucht nicht viele Worte, um Buße zu machen. Wenn jemand wirklich Glauben hat, aber es produziert kein Glaube, es kommt nicht vom Herzen. Ein nachgeredetes Gebet und die Hand bloß heben, das ist nicht, was wir sehen. Guck mal, dieser Lahme, er kam, er hat Werke gezeigt und Glauben. Er kam, wie du gesagt hast, ich glaube, Jesus kann mir helfen. Jesus ist meine letzte Hoffnung. Ja. Und da kommt der Teufel auf rein, in der Buße. Ja? Man hat göttliche Reue, man bereut die Sünde, aber man hat nicht den Glauben zu glauben. Dass Jesus kann mir meine Sünden vergeben. Und da ist, wo Leute oft stecken bleiben. Ich will mal lesen, Jakobus, Kapitel 15. Ist auch ziemlich eng verbunden. Jakobus, Kapitel 5, Vers 15. Da sagt es, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Also, hier nimmt er den Glauben und tut noch mit dem Gebet zusammenwerfen. Ist das nicht wunderbar, Bruder Matthias? Glauben und Gebet
kommen zusammen. Und es ist ein Gebet des Glaubens, der Buße. Genau, ja. Und wenn du voll Glauben betest, Herr, vergib mir die Sünden. Ich bereue sie. Ich möchte anders werden. Ich möchte dein Kind werden. Und du hast diesen Glauben. Herr, du wirst es tun. Du wirst es machen. Ja. So wunderbares, ich mag wie gesagt, das Gebet des Glaubens. Ja. Ein weiterer Punkt, der dazu kommt, ist ja, dass wir die Wahrheit erkennen. Ja. Und in 2. Timotheus lesen wir davon, 2. Timotheus 2, Vers 25, da heißt es, er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. So hier spricht es von Buße, die Erkenntnis der Wahrheit ist. Menschen werden die Wahrheit erkennen, sie werden erkennen, ja, das ist die Wahrheit, durch die Buße. Bruder Matthias, ich denke an Paulus. Ja. Er hat in dem Sinne, er war fest im Judentum, ne? Er hat geglaubt, was die Hohepriester gesagt haben. Und er war sehr eifrig dabei. Aber was passiert, als dieses Licht und diese Stimme vom Himmel kamen? Und auf einmal hat Paulus erkannt. Ja. Dieses Erkenntnis. Als er sagt, Herr, wer bist du? Und als Jesus gesagt hat, ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Auf einmal kam diese Erkenntnis in Paulus sein Herz. Und das war das war seine Buße, war da drinnen, als er erkannt hat, nein, ich erkenne die Wahrheit jetzt. Jetzt sehe ich, dass Jesus der Messias war. Jetzt sehe ich, dass Jesus der Gott ist. Er war nicht jemand, der fake war. Er war nicht jemand, der sich was ausgedacht hat. Nein, er war der Retter. Und jetzt habe ich es erkannt. Ist nicht erstaunlich, Menschen, die in der Sünde sind, manchmal verstehen nicht, sie verstehen die Bibel nicht, sie verstehen die Lehre nicht, sie können einfach nicht erkennen, wieso ist das so, wie das alles funktioniert. Und auf einmal, wenn sie in der Buße stecken, erkennen sie, ja. Genau. Und das ist wirklich wunderbar. Dieses Erkenntnis. Einfach mal die Wahrheit zu erkennen. Und darin liegt auch die Buße drin. Und ich möchte mal zuschließen mit Lukas Kapitel 23. Ich glaube, es ist ein wunderbares Beispiel von dem Schächer am Kreuz. Und wenn wir hier anfangen zu lesen, Lukas Kapitel 23, fangen wir mal an mit Vers 39. Sagt, einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und tadelte ihn und sprach, fürchtest du Gott nicht, da du auch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute bist du mit mir im Paradies sein. So, wir können sehen, an erster Stelle, er hat sich umgekehrt. Wie er zu dem anderen hat er gesagt, du siehst, wie wir Unrecht waren und er hat nichts Unrechtes gemacht. Wir waren schuld, er ist aber unschuldig. Und dann wir diesen Glauben, Jesus ist unschuldig. Sein Glaube sagt, das ist der Messias. Und wie er die Wahrheit erkannt und dann wie er gebetet hat. Alles zusammen. Seine Buße. Auch wenn da nicht viele Worte sind. Manchmal gebraucht es nicht viele Worte, aber es gebraucht diese Einstellung. Ja. Manchmal hast du probiert, Leute, ja, ich möchte mich bekehren. Und macht man viele Worte aus. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Weil einfach die Einstellung noch nicht wirklich bereit ist. Wenn diese Einstellung zur Buße da ist und all diese Sachen da sind, Gott wird so schnell vergeben. Ja. Und das ist wirklich ein Wunder der Gnade, wenn wir wirklich die wahre Buße im Herzen erfahren haben und uns wirklich bekehrt haben. Und ich hoffe, es war ein Segen für euch. Gott segne euch und bis zum nächsten Mal.